Hallo, 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 hier ist Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute hier den Till im Studio und ich bin der Sashi. Till ist von Till und sein Vlog. Moin Freunde, was geht ab? Wir sind hier bei Shoki Banoki mit dem Format Daily. Das Geburtstagskind des Tages ist heute Bastian Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger. Ja. Schweini will er nicht genannt werden. Richtig, genau. Bastian Schweinsteiger. Wer kennt ihn nicht, ja? Unser WM-Held. Meine Oma kennt ihn nicht. Ja. Sag mal hallo. Hi. Nee, hallo sozusagen. Ist ja auch egal. Jedenfalls haben wir heute den 2. August, sei nicht so, haben wir den 2. August. Und am 2. August hat Geburtstag Jussi Adler Olsen. Kennst du den Film Sonnenallee? Wer? Sonnenallee. Warst du schon mal im Kino? Guckst du DVD? Kennst du VHS-Videos? Hast du irgendwas mit Film grundsätzlich zu tun? Ja. Ja. Also du kennst den Film, der ist von Detlef Buck. Sonnenallee. König der Löwen. König der Löwen. Sonnenallee. Weiß ich doch nicht. Merken da draußen, wir haben was gelernt. Freunde in der Schweiz. Oje, die Schweizer. Die Schweizer. Heute ist Nationalfeiertag in der Schweiz. Oh, ja. 1. August. Ich hätte fast gesagt, Happy Birthday, Happy Birthday. Nein. Was hat man denn da? Im Jahre 1291 wurde der sogenannte Bundesbrief abgeschlossen. 1291. Das feiern die immer noch. Oh Mann, ey. Deswegen, wie sagt man, die Eidgenossen, sagt man, glaube ich. Ne? Altgenossen, aber jetzt in dem Fall. Auch gut. Okay. Ja. Merken da draußen, wir haben was gelernt. In Bolivien wurde ein neuer Präsident gewählt, und zwar Sanchez de Lozada. Sanchez de Lozada. Das spricht er auch gerade aus. Lozada. Guck, Lozada. Ja, na, genau. Ja. Say it, don't spray it. Ne? Schön. Ja. Und am 4. August Geburtstag hat Flitzpiepe Nummer 1. Oh, der Florian. Florian Silbereisen. Oh, Florian ist so ein schöner Name. Bei dem Bild denkt man Florian Silberblick. Ja, so ein bisschen. Hat er? Aber Helene, ne? Die hat er gekriegt. Ich weiß zwar nicht wie. Die hat er nicht gekriegt. Das kann gar nicht sein. Schein ihr. Das ist wirklich, ohne Scheiß. Ich kann mir das nicht vorstellen, den Scheiß. Das geht nicht. Nee, aber... Ja, nicht, dass ich jetzt ein Helene-Fan wäre, aber die Perle... Aber du denkst dir so, Mäusen ist sie. Ja, das schon. Ja, guck, deswegen muss ja die Musik muss dir ja nicht gefallen. Du musst einfach nur denken, oh, Mucki. Und das Getue und auch mit dem Typen. Der Bomber. Genau. Fantasy. Das ist mit Bud Spencer immer so was Auslösebeim Sascha. Ah, ja, in dem Film, da fährt so einer mit so einem Buggy herum. Und da singt er, Frikadelle mit Sahne. Man frisst sie, es gibt keine Fahne. Frikadelle mit Sahne. Für die Leute vom Bau, Frikadelle von der Sau. Sau. Du kannst nicht aus... Du stehst vom Geldautomaten, hast deine PIN vergessen, aber so ein Kram kannst du die Antwort. Genau. Behalten. Mensch. Frikadelle mit Sahne, man frisst sie, es gibt keine Fahne. von Rosi Mittermeier. Rosi Mittermeier, ja. Die Skigöttin. Die, ja. Ja. Die Skigöttin. Die Rosi. Skigöttin. Skigöttin. Wenn man es so schnell ausspricht. Skigöttin. 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 Das hört sich irgendwie an wie so ausländischer Begriff. Skigöttin. Oder nee, das könnte ja auch Englisch sein. Englisch. Skigöttin. 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 Ah, ja, ist ein lokaler Dialekt. Ja, ja, genau. Das ist im Nordosten Englands im Dorf Hintertupfingen. Hintertupfingen, genau. Ja. Pass auf. Am 3. August 30 vor Christus. Ach du meine Güte. Ja. Erobert der Feldherr Octavianus! So, Mensch. Ach, wo heißt er? Also manchmal ist man total bescheuert. Kennst du das? Öfter, ne? Ich habe ja gelernt, BH ist weniger entbehrlich als ein Slip. Ist weniger entbehrlich als ein Slip? Für eine Frau. Mhm, okay. Ja. Also Sie sagen, wenn ich von nur ein Kleidungsstück tragen darf, dann den BH. Nee, wenn ich ein Kleidungsstück abgeben muss von meiner Unterwäsche, dann das Höschen. Dann lieber das Höschen als den BH. Habe ich deswegen, ich war... Will ich jetzt wissen, warum du das gelöst hast? Ja, ich möchte es wissen. Pardon, ich frage für euch nach. Junggesellenabschied von Pujan. Ach du lieber Gott. Ja, musste Pujan Slips von Frauen einsammeln. Ganze Slips oder nur die Schildchen hinten? Nein, ganze Slips natürlich. Ganze Slips, ja, okay. Hat er irgendwie 2 oder 3 hätte bekommen. Mhm. Und haben sie dann halt praktisch das Ding ausgezogen unter dem Rock und haben ihn dann gegeben. Wir hatten die BHs natürlich... So, und dann kam irgendwann die Aufgabe, die BHs einzusammeln. Mhm. Hat er keinen gekriegt. Weil
Bei Slip merkst du ja nicht, ob es einer hat oder nicht. Die meisten haben gesagt, habe ich gar nicht. Und bei BH ist ja gleich. Ist ja gleich doof, ne?